Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Serie Qualitätsverbesserung Schritt für Schritt. Heute beschäftigen wir uns mit Nährstoffen für die Gärung. Warum wird eine ausreichende Ernährung benötigt? Zum einen wollen wir eine normale Vergärung sicherstellen. Wir setzen selektierte Hefen ein mit bestimmten Eigenschaften. Manche dieser Hefen brauchen auch ein bestimmtes Ernährungsprogramm. Wir wollen Off-Flavors verhindern, das heißt, wir wollen keinen Böchser, wir wollen keine reduktiven Noten oder andere Noten im Wein drinnen haben. Wir wollen den Sortencharakter manchmal verstärken, das heißt, bestimmte Sorten brauchen auch eine bestimmte Aromenkombination und deswegen auch eine bestimmte Nährstoffkombination. Und natürlich wollen wir in der Lese Zeit, Nerven und Geld sparen. In dieser Übersicht sehen Sie, was die Hefe braucht und in welcher Phase sie das braucht. Also die Hefe braucht natürlich in erster Linie Stickstoff. Das ist neben Glucose und Fructose der quantitativ wichtigste Ernährungsfaktor für die Hefe. Stickstoff wird zur Synthese verschiedener Moleküle verwendet, also Strukturproteine, Enzyme oder Transportproteine. Und deswegen müssen wir diesen Stickstoff auch zur richtigen Zeit richtig zusetzen. Ganz am Anfang der Hefe, also wenn wir die Rehydration machen, sehen wir, dass natürlich Sterole sehr wichtig sind. Fettsäuren werden das Ganze gern übergebraucht. Aber es gibt einen großen Unterschied beim Stickstoff. Am Anfang wird organischer Stickstoff gebraucht, also der sogenannte Aminostickstoff aus Aminosäuren. Und später wird dann der inorganische Stickstoff gebraucht, der Ammonstickstoff, also das heißt aus DAP oder ähnlichem. Das heißt für uns, es gibt für uns zwei wichtige Phasen. Das eine ist die Rehydration oder der Gäranfang mit einem unterschiedlichen Ernährungsaufwand. Dann gibt es die Mitte der Gärung, wo Sauerstoff eine sehr große Rolle spielt. Und dann gibt es das Ende der Gärung, wo wir danach schauen müssen, dass wir die Hefe möglichst lange vital halten, um allen Zucker, der im Most ist, auch zu vergären. Sollte das alles fehlschlagen, dann sind wir beim letzten Punkt. Das wäre die Refermentation, also das Wiederanstarten der Gärung. Da müssten wir dann mit speziellen Nährstoffen arbeiten, aber dazu kommen wir später. In dieser Folie schauen wir uns an, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir als Winzer wollen viel gesunde Hefe für eine gute Vergärung haben, aber wir wollen nicht unnötig viel Hefe produzieren. Wir würden viel Hefe produzieren, wenn wir am Anfang der Gärung rein mit DAP fahren würden. Das würde die Hefe zu extremem Biomassewachstum anregen. Aber in dieser Phase wäre viel wichtiger, Aminosäuren zuzusetzen, weil die Hefe die Aminosäuren nur bis ca. 3 Volumensprozent aufnehmen kann. Das hat den Grund, Alkohol ist ein Zellgift, zersetzt die Zellmembran und in der Zellmembran sitzen diese Transportproteine drinnen, die wir hoffentlich aus dem Stickstoff, wie vorher erwähnt, schon produziert haben und die unter Energieeinsatz diese Aminosäuren in die Zelle befördern. Wenn wir jetzt am Anfang nur DAP, also anorganischen Stickstoff, zusetzen, dann wird die Hefe sozusagen verwöhnt, weil es sehr leicht geht, weil der von allein in die Zelle geht und sie wird viel Biomasse ansetzen und dann am Schluss der Gärung haben wir dann einen eklatanten Nährstoffmangel, haben das ganze Aroma nach oben rausgeblasen und haben wahrscheinlich dann eine Böchser produziert. In dieser Folie hätten wir einen Vorschlag für Sie, wie wir Ihnen als Enatis eine sichere und aromaschonende und gute Vergärung empfehlen würden. In der Anfangsphase unbedingt zur Rehydration einen Nährstoff mit viel Aminosäuren zusetzen. Warum in der Rehydration oder richtig am Beginn der Vergärung? Das Problem ist der Alkohol, dass der den Transport der Aminosäuren hemmt. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass es einen Transportmechanismus in der Zelle gibt, der an Protonen, also in diesem Fall Wasserstoffprotonen, gekoppelt ist. Und die Konzentration an diesen Wasserstoffprotonen hängt vom pH-Wert ab. Je höher der Protonengehalt, desto niedriger ist der pH-Wert. In der Hefezelle liegt der pH-Wert bei ca. 6 bis 7 und das sollte auch über die ganze Gärung möglichst sichergestellt sein, weil dieser pH-Wert für die Hefe ideal ist, um vital zu bleiben. Jetzt bildet sich aber mit zunehmender Vergärung immer mehr Alkohol. Die Hefe will aber nicht so viel Wasserstoffprotonen in ihrer Zelle haben, weil sie nicht einen zu tiefen pH-Wert haben möchte. Das heißt, die Zelle blockiert die Aufnahme an Aminosäuren. Und das sehen wir hier, dass durch den steigenden Alkoholkonsum oder die steigende Alkoholbildung der Zelle
Aminosäuren nicht mehr aufgenommen werden. Das heißt, ganz klar, wir müssen am Anfang danach trachten, so viele Aminosäuren wie möglich in die Zelle hineinzubekommen. Die werden in der Zellvakuole eingelagert für später und das würden wir hier mit Nutriferm Energy sicherstellen. In der Mitte der Gärung würden wir Nutriferm Advance einsetzen. Das ist ein Nährstoff, wo schon mehr DAP drinnen ist. Also die Hefe braucht in dieser Phase neben viel Sauerstoff auch Ammoniumstickstoff, weil dieser Ammoniumstickstoff die Energie bereitstellt, um diese Prozesse in der Membran weiter zu betreiben. Wenn Sie erwarten, dass eine schwierige Vergärung ist, sei es durch niedrige Temperaturen, hohe KMB-Grade, hohe Alkoholwerte, dann würden wir Ihnen empfehlen, auch Nutriferm No-Stop einzusetzen. Auf das gehen wir später noch ein. Dieser Nährstoff würde Ihnen die Zelle entgiften, die Zellmembran, und würde die Hefen somit sehr lange noch am Leben halten. Hier wäre nochmal eine Folie über diese unterschiedlichen Strategien. In der Strategie A, in der roten Linie, ist viel DAP am Anfang eingesetzt worden. Das heißt, wir haben sehr viel Biomasse. Für uns Winzer heißt das eine hohe Gärtemperatur. Wir müssen sehr viel kühlen. Hoher Nährstoffbedarf, weil viele Zellen Futter brauchen. Die Gärung wird wahrscheinlich innerhalb von einigen Tagen fertig sein. Hohe Böxergefahr, aber auch Aromaverlust. Warum Aromaverlust? Es wird sehr viel CO2 auf einmal gebildet. Das CO2 wird nach oben ausgegast und leider nimmt es die Aromen mit. Für bestimmte Sorten ist es notwendig, eher mehr Ester zu produzieren, also zum Beispiel Muscatella. Hier ist es notwendig, mit einer hohen Anfangsgabe an Aminosäuren zu arbeiten. In diesem Fall würden wir Nutriferm Arom Plus empfehlen. Das hat den Sinn, wie vorher erwähnt, die Hefe kann nur bis ca. 3-4 Volumensprozent Alkohol die Aminosäuren in die Vakuole einlagern als Reserve. Und die Aminosäuren hier in diesem Beispiel dienen generell wirklich als Aromapräkursoren. Das funktioniert ca. so, die Hefe entzieht der Aminosäure die Aminogruppe, also den Stickstoff braucht sie ja, um neue Proteine aufzubauen. Übrig bleibt das Carbonylgerüst. Dieses Carbonylgerüst wird dann mit der Essigsäure verestert und das sind dann diese höheren Alkohole, die wir dann riechen und die dann Aromen nach weißen Früchten oder florale Aromen haben. Ein anderes Beispiel wäre jetzt hier, wenn wir eher auf Thiole uns konzentrieren, brauchen wir zwar auch schwefelhaltige Aminosäuren, aber die Thiole haben eine andere Bildung in der Hefe. Das heißt, hier sind die Aminosäuren aus Nutriferm Arom Plus nicht ganz so wichtig. Hier würden wir eher eine glutathionhältige Nährstoffversorgung empfehlen mit Enates Pro Blanco oder Nutriferm Energy. Nutriferm Arom Plus wäre der Nährstoff für sehr aromatische Weine. Für alle Nährstoffe von Enates gilt, sie sind leicht löslich. Dieser hier ist 100% organisch. Hier haben wir leicht assimilierbare Aminosäuren in einer sehr hohen Konzentration. Diese sind natürlich auch aromawirksam. Er erstellt bei der Rehydration alle notwendigen Nährstoffe für die Vermehrung der Hefen dar, bietet zusätzlich noch Sterole und Vitamine und ist generell der reichste Nährstoff in aromatischen Aminosäuren, den wir im Programm haben. Hier sehen wir, wie er aufgebaut ist. Die freien aromatischen Aminosäuren, das ist eben sehr wichtig, um die Esterproduktion anzukurbeln. Die energiereichen Aminosäuren brauchen Sie sowieso, um eine richtige Gärung sicherzustellen. Fettsäuren und Sterole sind dann auch am Ende der Gärung wichtig. Also es ist auch gut, die schon am Anfang anzureichern, damit sie eingelagert sind. Vitamine und Mineralien brauchen wir, um eine sichere Hefevermehrung sicherzustellen. Das wäre jetzt die praktische Anwendung. Also wir machen die Rehydration mit Arom Plus oder wir geben es gleich am Anfang der Gärung hinzu, aber am einfachsten wäre die Hefe mit Wasser zu rehydrieren, 20 Minuten stehen zu lassen und danach dieselbe Menge wie Hefe auch als Arom Plus hinzuzugeben und alles dann auf einmal in den Most hineingeben. In der Mitte der Gärung Nutriferm Advance, das stellt Ihnen sicher, dass die Gärung gut läuft, dass alle in dieser Phase notwendigen Nährstoffe vorhanden sind
Und wenn Sie befürchten, dass Sie schwierige Gärungsbedingungen haben, aus bestimmten jahresabhängigen Gründen, fügen Sie am Ende Nutrifirm No Stop hinzu und die Gärung ist sauber und aromatisch abgelaufen. Dieser Nährstoff Nutrifirm Energy ist auch für die Rehydration wichtig. Er ist nicht ganz so esterfördernd. Wir würden ihn eher für neutrale Sorten empfehlen oder wenn Sie ein sortentypisches Aroma erhalten möchten, wo die Ester nicht so dominieren. Oder für Rotwein würden wir eher Nutrifirm Energy empfehlen. Hier ist auch wieder alles Notwendige für die Hefeernährung dabei. Auch 100% organisch vom Stickstoff, ist auch leicht löslich, so wie alle Nährstoffe. Und es hat eine sehr hohe Konzentration von freien und leicht assimilierbaren Aminosäuren, aber der Gehalt an aromatischen Aminosäuren ist etwas geringer wie bei Aron Plus. Dafür ist der Vitamin- und Mineralgehalt etwas höher. Das gleiche gilt wieder sichere Vergärung und Offaromen verhindern. Und was bei diesem Nährstoff zusätzlich hinzukommt, er erhöht Ihnen die MTU-Gehalte. Wenn Sie Most sehr gut entschleimen, das kann manchmal etwas zu viel sein für die Hefe, weil Sie durch die Entschleimung natürlich auch Fettsäuren und Sterol entfernt haben, die die Hefe dann vielleicht brauchen würde am Ende der Gärung. Mit diesem Nährstoff setzen Sie sie zu und erhöhen den MTU-Gehalt, weil die Hefezellen natürlich auch etwas brauchen, an das sie sich im Most bei der Vergärung anbinden können. Also die brauchen ein bisschen Trübung. Das wäre wieder die praktische Anwendung. Also hier würden wir die Rehydration der Hefe mit Nutrifirm Energy machen oder Sie geben es gleich nach der Inokulation der Hefe in den Tank hinzu. Dann in der Mitte wieder Nutrifirm Advance und wenn Sie Bedenken haben mit der Gärung, einfach Nutrifirm No Stop hinzufügen und die Gärung wird sauber ablaufen. Jetzt schauen wir uns den Nährstoff Nutrifirm Advance nochmal etwas genauer an. Wie erwähnt, für die Mitte der Gärung stellt Ihnen sicher, dass die Gärung sauber und korrekt abläuft. Sie können ihn immer verwenden, vom Anfang der exponentiellen Phase bis einer Dichte von ca. 1,020. Die Ammoniumaufnahme der Proteine, das ist sehr wichtig. Die haben nur 5 bis 6 Stunden Lebenszeit. Und wenn Sie einen Mangel an Stickstoff haben, dann läuft die Uhr 50 Stunden lang und nach 50 Stunden stellt die Hefe die Aufnahme von Zucker ein. Mit Nutrifirm Advance stellen Sie sicher, dass dieser Mangel nicht auftreten wird. Hier als Unterschied zu den beiden, die eher für die Rehydration oder für den Anfang sind, hier ist DAP enthalten, das eben den Stickstoff liefert, um diese Transportproteine weiterzubilden. Nutrifirm No Stop wäre jetzt der Nährstoff, den Sie am Ende der Gärung einsetzen, um sicherzustellen, dass die Gärung auch bis zum Schluss korrekt abläuft. Das ist der Nährstoff mit der höchsten Konzentration von Sterolen. Das werden wir uns in der nächsten Folie etwas genauer anschauen, warum wir die brauchen. Aber es gilt das, was wir ganz am Anfang gehört haben: Der Alkohol macht die Zellwand durchlässig. Die Wasserstoffprotonen diffundieren durch die Zelle und würden die Zelle übersäuern. Und die Hefe möchte natürlich das nicht haben, weil sie weiter überleben will. Und hier bräuchten wir Sterole, Fettsäuren, um einfach diese Hefezellwand am Leben zu erhalten. Sehr wichtig ist, er reduziert ihnen auch die flüchtige Säure. Das werden wir auch in der nächsten Folie uns noch anschauen. Und verhindert und bekämpft Offaromen, weil die Hefe dann nicht gezwungen ist, bestimmte Aminosäuren zu verwerten, die sehr schwefelhaltig sind. Und sie würde sonst den Schwefel einfach in den Most ablassen und würde sich nur den Stickstoff der Aminosäure nehmen. In dieser Folie haben wir schematisch dargestellt, wie die Zellmembran einer vitalen und einer nicht mehr vitalen Hefe aussieht. Hier müssen wir uns ein bisschen länger unterhalten, um das zu ergründen, warum es zu Gärstopps kommt. Die Hefe lebt in einer für sie eigentlich unwirtlichen Welt. Der Mostwein ist ja eigentlich vom pH-Wert sauer, es ist Alkohol, Schwefeldioxid drinnen und vielleicht andere toxische Substanzen, die die Hefe eigentlich nicht möchte. Die Zellmembran ist aber jetzt die Schutzschicht, also ist eine Doppelschicht von Phospholipiden und hier sind alle Proteine eingebettet, die wir zum Transport brauchen, neben Strukturproteinen und Fettsäuren. Und damit der Austausch zwischen der Zelle und der äußeren Umgebung konstant stattfinden kann, braucht die Zellmembran eine gewisse Fließfähigkeit. Die Anreicherung von Alkohol, die führt aber dazu, dass diese Fließfähigkeit nicht mehr funktioniert. Die Zelle wird rissig, also Protonen kommen ungehindert hinein und die Hefe probiert natürlich dem gegenzuwirken.
Das heißt, diese Transportproteine funktionieren nicht mehr, die Hefe ist nicht mehr in der Lage, weiter zu synthetisieren oder weiter zu gären. Die Hefe stirbt ab, aber der Zucker ist noch nicht vergoren. Das heißt, wir haben einen Gärstopp. Die Hefe ist unter anaeroben Bedingungen, die wir zu diesem Zeitpunkt haben, nicht mehr in der Lage, diese langkettigen, ungesättigten Fettsäuren, Sterole selbst zu synthetisieren. Daher mit jeder Zellteilung wird dieser Gehalt um die Hälfte halbiert. Das ist auch der Grund, warum Sie immer eine Hefe zusetzen sollten und nicht einfach einen gärenden Most in einen anderen gärenden Most hinzufügen und hoffen, dass die Gärung dann vielleicht gut arbeitet. Jede Zelle kann sich nur zu einem bestimmten Mal halbieren, weil dann sind einfach zu wenig Lipide drinnen, um eine Gärung noch durchzuführen. Jetzt haben wir diesen Mangelzustand in der Hefe. Die Hefe wird angeregt, diese notwendigen Lipide wieder zu produzieren, aber der fehlende Sauerstoff macht es eben unmöglich. Das führt jetzt dazu, dass diese mittellang, also es bleibt dann stehen auf halbem Weg, weil es ist einfach nicht mehr genug Sauerstoff da, um diese toxischen Substanzen abzureichern. Das heißt, sie reichern sich eigentlich an. Und hier kommt es dann dazu, dass die flüchtige Säure zunimmt. Das sind dann diese verkappten Gärungen, die dann gegen Ende immer flüchtiger werden. Und dass wir eigentlich dann Gift produziert haben und die neue Gärung oder die wieder angeregte Gärung sehr, sehr schwer zu starten ist. Ich hoffe, es war für Sie einigermaßen interessant, speziell das Ende der Gärung, wie die Zellmembran auf den hohen Alkoholgehalt reagiert und wie wir Gärstockungen und unsaubere Gärungen verhindern können. Wir können die gute Ernährung mit ca. 1,20 Euro pro Hektoliter sicherstellen. Das wäre schon eine sehr, sehr gute Ernährung. Bedenken Sie, für Fehler, die während der Gärung passieren, die wir dann beheben müssen, müssen Sie ein Vielfaches dieser Summe ausgeben, um einen passablen Wein noch zu bekommen. Im nächsten Teil unserer Vortragsreihe beschäftigen wir uns mit Strategien für grüne Veltliner. Hier werden wir wieder die Ernährung erwähnen und werden aber auch gleichzeitig verschiedene Stile des grünen Veltliners durchbesprechen. Und ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Sollten bis dahin Fragen auftreten, Sie können uns jederzeit gerne per E-Mail erreichen oder auf Facebook, YouTube oder Instagram sich weitere Tutorials oder Webinars anschauen.